Ich weiß nicht, wie du dieses Bild von diesem Schaf in der Herde empfindest. Ich finde, das Schaf wirkt irgendwie nachdenklich, fragend, aber auch so ein bisschen nach dem Motto, also wenn das wahr ist, dann als ob es etwas erkannt hätte, was es zum Nachdenken bringt. Über so eine Erkenntnis, eine folgenreiche Erkenntnis, wollen wir heute miteinander nachdenken, in der Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden, wenn wir gemeinsam Psalm 100 betrachten. Heute am Sonntag, den 14. Juli 2019, lesen wir den Psalm 100 und ich habe die Überschrift gewählt, eine folgenreiche Erkenntnis. Bevor wir in den Psalm einsteigen, noch eine Ansage in wichtiger eigener Sache. Ich mache ja die Atempausen jetzt über 2,5 Jahre lang täglich mit einigen kleinen Pausen, als ich krank war oder wenn wir länger in Urlaub waren. Aber im Prinzip habe ich in meiner Freizeit jetzt 2,5 Jahre lang jeden Tag diese Online-Bibelleseandacht vorbereitet, aufgenommen, hochgeladen, versendet und so weiter und so weiter. Wie die meisten wissen, mache ich das in meiner Freizeit und meine Frau und ich haben im nächsten halben Jahr ganz besondere Herausforderungen vor uns, die darin begründet liegen, dass wir zum 1. Januar nach Bremen wechseln. Wir werden die Friedenskirche Sindelfingen verlassen und werden zum 1. Januar die Kreuzgemeinde in Bremen als Pastor und als Gemeindereferentin als unsere neue Aufgabe wahrnehmen. Das hat zur Folge, dass wir in den nächsten Monaten enorm viel packen müssen, aussortieren, dass wir in Bremen vorbereiten müssen, renovieren, viele, viele Dinge klären müssen, dass wir dann in den nächsten Monaten viele, viele Kisten packen müssen, wahrscheinlich über 300. Wir müssen etwa 200 Quadratmeter umziehen, inklusive unserer Diensträume, unserer Büros etc. Und von daher werde ich ab dem 28. Juli für 7 Monate die Atempause pausieren lassen. Diese Entscheidung fällt mir unglaublich schwer, aber ich sehe keine andere Möglichkeit, weil die Freizeit, die wenige Freizeit, die ich habe in meinem Beruf als Pastor, so stark gefordert sein wird von diesen Extra-Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, dass ich die täglichen 1,5 Stunden Vorbereitung, Durchführung, Aufnahme, Hochladen etc. pp. Für die Atempause nicht schaffen kann. Denn ich möchte ja auch das nächste halbe Jahr überleben, sowohl körperlich als auch seelisch. Deshalb mache ich bis zum 28. Juli weiter und werde dann am 1. März 2020, so Gott will und ich lebe, mich aus Bremen dann zurückmelden mit den Atempausen. Das ist mein Plan. Und darauf möchte ich jetzt schon einmal hinweisen, weil dieser Abschnitt von 6, 7 Monaten ohne Atempause online schon ein gewaltiger Einschnitt ist nach den vergangenen 2,5 Jahren. Das wollte ich schon mal langsam ankündigen, damit wir dann nicht zu überrascht sind, wenn es Ende Juli heißt, wir sehen uns am 1. März online wieder. Jetzt aber zurück zur Atempause von heute, Sonntag, den 14. Juli. Wir lesen den Psalm 100 und werden eine folgenreiche Erkenntnis entdecken. Ein Psalm des David, der Psalm 100 ab Vers 1. Ein Psalm zum Dankopfer, jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wir können uns das so vorstellen, dass dieser Psalm bei hohen Festen des Volkes Israel gemeinsam gesprochen, gemeinsam gesungen wurde. Ein Psalm, der ganz stark betont, dass Gott alle Ehre gebührt, dass es darum geht, dass wir ihm dienen, dass unser Leben voller Dank und Lob zu ihm ist. Und da könnte man ja fragen, worin soll das denn begründet sein? Und da lesen wir den Vers 3. Erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Eine alles entscheidende Frage in jedem menschlichen Leben ist, wem habe ich mich selbst zu verdanken? Wir modernen Menschen haben uns angewöhnt, dass wir sehr wenig nachdenken darüber, woher das kommt, was uns ausmacht, woher wir unsere Begabungen haben, unsere Lebenskraft, überhaupt unser Leben. Wir entwickeln uns, wir sind stolz auf uns selbst, wir tun was, wir lassen was, wir schaffen was, wir entwickeln uns, wir trainieren uns, dann sind wir entweder deprimiert oder total dankbar und froh über das, was wir geschafft haben. Und so hat sich eine Kultur entwickelt, die nicht nach Gott fragt, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt, bis dahin, dass wir uns einander loben und preisen und manchmal sogar uns selber loben und preisen. Da ist uns etwas ganz, ganz Grundsätzliches verloren gegangen. Wir leben von Voraussetzungen, die wir selbst nicht geschaffen haben. Ich habe null Einfluss darauf, dass mein Herz schlägt. Das schlägt einfach. Ich habe auch nicht entschieden, als ich gezeugt wurde, dass ich jetzt geboren werden will. Sondern da hat ein anderer entschieden, dass ich mit Leben erfüllt werde. Als Eizelle und Samenzelle zusammenkamen, hat Gott sein Leben in mich hineingehaucht. Menschliches Leben ist Leben von Anfang an. Jede Zeugung, jede Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle ist ein erneuter Schöpfungsvorgang. Da ist der Schöpfer am Werk, der ein weiteres Geschöpf schöpft, also schafft. Das haben wir oft ganz vergessen. Und dieser Psalm, der sagt, erkennet, dass der Herr Gott ist. Es geht darum zu begreifen, da gibt es eine viel größere Geschichte, es gibt einen viel größeren Bogen in meinem Leben und ich habe mich nicht mir selbst zu verdanken, ich habe mich auch nicht nur meinen Eltern zu verdanken oder meinem Gewordensein oder dem, was mir genetisch mitgegeben wurde. Und ich habe mich erst recht nicht meiner Leistungsfähigkeit und meinem Fleiß und meiner Begabung zu verdanken, sondern das alles ist noch tiefer verwurzelt in einer Erkenntnis, die heißt, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Das ist interessant, dass hier der Gedanke, dass wir alle uns nicht selbst zu verdanken haben, im Plural formuliert ist. Und das ist auch kein Zufall. Wir haben uns ja neben diesem voraussetzungslosen Leben, wo wir einfach stolz sind auf uns selbst, auch noch angewöhnt, dass wir uns ganz individuell betrachten. Wir sehen uns immer als Einzelne.
Mir, meiner, mir, mich. Selbstfindung, Selbstverwirklichung. Wir sind so dermaßen mit uns selbst beschäftigt, dass wir manchmal völlig aus dem Blick verlieren, dass wir ein Teil einer großen Gemeinschaft sind, ganz allgemein gesprochen. Gesellschaftlich, auch kirchlich-gemeindlich, auch regional, sogar global sind wir Teil einer großen Gemeinschaft von gleichwertig geschaffenen Geschöpfen Gottes. Das Bild von den Schafen seiner Weide, das haben die Israeliten damals sofort verstanden, weil es waren viele Hirten im Volk Israel und die haben den Vergleich sofort begriffen. Der Hirte ist Gott und die Schafe, das sind seine Menschen. Das ist sein Volk. Und wir sind miteinander unterwegs als Geschöpfe Gottes. Der Wert eines jeden Menschen auf diesem Globus ist gleich wert. Es gibt ja immer mehr Menschen, die das wieder neu nicht wahrhaben wollen, die rassistisch denken, die glauben, dass jemand mit einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Herkunft nicht wirklich als gleichwertig anzusehen ist. Was für eine Unverschämtheit, was für eine boshafte Sündhaftigkeit, einem anderen Geschöpf Gottes zu sagen, du bist weniger wert als ich, weil das und das und das. Schon allein von diesen Grundgedanken her verbietet sich jede Form von Rassismus. Und so lädt uns dieser Psalm ein, dass wir unser Selbstverständnis überprüfen, ob wir begriffen haben, dass wir uns Gott zu verdanken haben und nicht uns selbst. Und ob wir begriffen haben, dass wir ein Teil einer großen Gemeinschaft von Geschöpfen sind und dass wir keinen Grund haben, uns zu überheben oder andere klein zu machen oder schlecht zu machen. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Das ist wirklich, wie ich das in der Überschrift dieser Atempause gesagt habe, eine folgenreiche Erkenntnis. Wenn ich das ernst nehme, dann wird sich mein Denken ändern und daraus meine Lebensführung. Dann werde ich eine Beziehung zu Gott aufbauen und pflegen. Und dann werde ich das Miteinander suchen und vom Gemeinsamen herdenken. Ganz grundlegend. Und das zieht sich dann in alle Lebensbereiche. Recht verstandener christlicher Glaube verändert uns tatsächlich von innen nach außen. Wenn wir erkennen, dass wir uns nicht uns selbst zu verdanken haben, dass unser Leben ein Geschenk Gottes ist, das er uns anvertraut hat, und wenn wir uns in der Gemeinschaft der gemeinsam Beschenkten erkennen, dann werden wir andere Werte verfolgen als Egoismus, Egozentrik, als Kälte und Durchsetzung. Dann werden wir Menschen werden, die als das leben, wozu sie geschaffen sind, als Teil des Volkes Gottes und als Schaf in der Herde Gottes. Was für ein Bild. Die Israeliten damals an den Festtagen, die haben das von ganzem Herzen gesungen und gebetet, weil sie so verstanden haben, zu wem sie gehören. Und so dürfen wir das heute auch bekennen. Erkennen, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir aus dem Wort der Bibel erkennen können,
was unsere Identität ausmacht. Dass wir geschaffen sind zu Gottes Ebenbild. Dass wir unsere Würde haben, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Dass wir Gemeinschaft erleben dürfen, weil du uns in eine Gemeinschaft von Geschöpfen hineingestellt hast. Danke, dass du uns berufst zum Vertrauen, zum Glauben an dich als den Schöpfer und dann auch als dich als den Herrn und Heiland, der durch das Kreuz und die Auferstehung die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich gemacht hat. Für jeden von uns, der sich dir anvertraut, Herr Jesus Christus. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir die falschen Gedankengänge der Moderne, die uns auf uns selbst fixieren, überwinden und erkennen, wer wir sind, von dir geschaffen, von dir geliebt, damit wir gemeinschaftsfähig werden, damit wir Menschen werden, die von dir abhängig froh sind, weil sie wissen, dass sie sich selbst nicht zu verdanken haben. Und so bitte ich dich, dass du uns mit diesem neuen, ganz grundlegenden und verwandelnden Selbstverständnis beschenkst, damit wir immer mehr Menschen werden nach deinem Herzen. Darum bitte ich dich für heute und für jeden Tag unseres Lebens. Amen. Das war die Atempause vom Sonntag, den 14. Juli 2019. Eine folgenreiche Erkenntnis haben wir gefunden im Psalm 100, im Vers 3. Gott segne dich, Gott behüte dich. Und vielleicht spricht dieses Bild von dem nachdenklichen Schaf jetzt noch tiefer zu uns. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Wir machen dann weiter mit dem ökumenischen Bibelleseplan und starten mit dem Matthäusevangelium im Kapitel 4. Bis morgen.